Lieber Mess, dieses Haus, unser neues Haus, ist wunderschön. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte nie geglaubt, dass ich dich von deinem heißgeliebten Puls der Stadt, den Läden und deinen Lieblingskneipen weg hier rausbekomme. Vor allem so weit weg von Peter und Luise. Aber es ist so. Wir feiern heute unser Housewarming. Wenn mir einer bei unserem ersten Treffen gesagt hätte, dass du der Mann meines Lebens wirst, dann hätte ich sicher nicht gleich Ja geschrien, sondern Zweifel gehabt. So schräg, wie du drauf warst. Also echt, ich meine, wie du da viele Abende lang mit den Puppen gespielt hast und gemeint hast, du drehst einen Zeichentrickfilm, das kam mir schon irgendwie merkwürdig vor. Aber ich durfte ja außerdem deine Künste auf einem anderen Gebiet kennenlernen. Und da warst du mehr als Oscar-reif, wirklich. Erst war ich ganz ehrlich sehr erstaunt und überrascht. Allerdings nur, bis du mir erzählt hast, dass deine Mutter Sexualtherapeutin ist. Danke, Birde. Tja, na jedenfalls, nun stehen wir hier. Sind schon 10 Jahre. Und ja, du bist der Mann meines Lebens. So viel ist sicher. Und jetzt, wo wir unser wunderschönes eigenes Haus haben, da können wir uns vorstellen, dass wir, nein, mehr noch, wir haben entschieden, dass wir ein Kind haben wollen. Ich muss was Komisches gegessen haben, das mir nicht bekommt. Wieso geht's mir nicht so wie allen anderen hier? Ich fühle nichts. Ich hätte jetzt Bock auf ein Computerspiel. Wer hat uns denn die Porzellanseifenschale mit Engel geschenkt? Oh Gott. Wenn ich mir vorstelle, dass ich ab jetzt nur noch solche Geschenke krieg. Marie hält so eine lange Rede. Ich habe noch nie eine tolle Rede in ein Drehbuch geschrieben. Die entscheidende Rede, die dem Film eine neue Richtung gibt. Das hätte mir mal einfallen sollen, verdammt. Wer ist denn das? Ich kenne nicht mal die Hälfte der Leute hier. Ist schon komisch mit Marie. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Und sie ist eigentlich gar nicht mein Typ. Ich habe nie die Mädchen gekriegt, in die ich wirklich verknallt war. Hey, wie ist es? Wie soll's schon sein? Vielleicht nicht das Beste, was ich geschrieben habe. Aber 450.000 Zuschauer jeden Mittwoch ist nicht unbedingt schlecht. Hey, Wahnsinn! Ist das viel? Kennst du eigentlich die Reise nach Sekaya? Das ist mein totaler Lieblingsfilm! Ich bin wieder da, wo ich angefangen habe. Nein, schlimmer. Jetzt habe ich alles verloren. Alles, was Bedeutung hatte, ist weg. Ich werde mein Leben lang allein bleiben. Ich werde einer von diesen alten Männern sein, die mit Hund und Kacketüte spazieren gehen und die irgendwann tot und stinkend in ihrer Wohnung gefunden werden. Geschlechtsverkehr denkt der Mann vor allem an sein eigenes Vergnügen. Aber um ein richtig guter Liebhaber zu sein, muss er lernen, seine eigenen Bedürfnisse hintanzustellen. Ist es toll, Schatz? Denen der Frau Beachtung zu schenken. Ja. Das ist schön. Wenn mir einer bei unserem ersten Treffen gesagt hätte, dass du der Mann meines Lebens wirst, dann hätte ich sicher nicht gleich Ja geschrien. Irgendwas ist mit meinem Arm. Ganz eindeutig. Ich spüre immer solche Stiche im linken Arm. Ich sehe Punkte vor meinen Augen und keine Farben mehr. Was kann das sein? Mesagertyklonova Farosodum. Fagasalon nun für Herzeter. Echt, ich gratuliere. Ich lebe mit einer Frau zusammen, mit der ich nichts gemeinsam habe. Das darf nicht mehr so weitergehen. Neulich habe ich einen Brief wiedergefunden, den ich mit 17 an mich selbst geschrieben habe. Such nach der großen Liebe. Nicht die, die du kriegen kannst, sondern die, von der du träumst. Leb dein Leben wie ein verfluchtes Gitarrensolo. Wie ein Gitarrensolo? Ich habe auch einen Brief geschrieben, da war ich 12 und habe mir geschworen, dass ich auf keinen Fall je im Leben einen Schwanz anfassen würde. Wir sind schon halb mit unserem Leben durch. Und was kommt jetzt? Okay, wir können... Diese Frauen hier sind alle Anfang 30 und Single. Und jede zweite geht mit dir mit, egal was für ein Loser du bist. Miau, miau. Ah, ah.
Weißt du überhaupt noch, wie ich heiße? Anja? Nein. Nana? Nein. Anja? Ich liebe dich. Ich bin nicht glücklich. Lass uns ein Baby machen. Ich hatte noch nie solche Gefühle. Das kann nicht alles sein. Was hat alles in Gang gesetzt? Sie ist die Frau meiner Träume. Das Grinsen, mit dem du rumläufst, steht dir sehr, sehr gut. Wieso? Oh, Mess! Ich kann's noch packen. Das Leben zu leben, von dem ich geträumt habe.